Jawohl. Gut, dass wir jetzt so viel Kohle hier im Haus haben, ne? Ja, ich habe unterwegs eine ganze Menge Kohle noch gefunden. Das war ja nicht verkehrt. Verkehrt, nee. Brauche ich nochmal viel. Dafür habe ich 12 Diamanten, bringe ich jetzt mit nach Hause. Oh, das hat sich ja gelohnt. Finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ich baue ja weiter das Lagersystem hier hinten erstmal weiter. Jetzt hautet ab. Ich weiß nicht. Haben wir hier noch Enderperlen? Nee, wir haben keine mehr. Jetzt machen wir hier nochmal. Flup. Jetzt haben wir nochmal 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir hier nochmal ein paar Kisten gebaut. Ach, die Treppe nach unten muss ich auch noch weiter bauen. Stimmt, aber oh, wir haben das sowieso zu erledigen hier. Wo ist denn hier denn die Treppe Mittelmaß? Treppe Mittelmaß ist. Bei 81. Bei 81. Da setzen wir uns ein Marker. Bei 81. Da. Bei 81. Immer so blöde 81. Okay, so lassen wir es mal. Das sieht ganz gut aus. Was mache ich jetzt? Baue ich jetzt die Treppe weiter runter? Wir bräuchten eine Enderperle. Mein Eine Enderperle. Hat denn unser Großer nicht eine Enderman-Farm? War da nicht noch was? Ja, ich weiß aber nicht, wo die ist. Und ob wir die benutzen dürfen. Ich gehe da nicht einfach so vorbei und klaue mir dann da was. Nee, das sollte man besser nicht, ne? Also auf Banantier kann ich jetzt auch Redstone noch draufpacken, ne? Na klar. Und was hat das für eine Wirkung? Banantier, ist das jetzt die Waffe oder was? Die Axt. Dann baust du schneller ab, die ganzen Sachen. Geht dann schneller. Ziegelsteintreppe, Steintreppe. Stahlbarren könntest du auch mal wieder welche machen hier. Ist ganz viel da drinne. Kann man selber dann wieder schmelzen, notfalls. Aber gut, okay. Kann ich ja nächstes Mal wieder machen. Und wenn ich auf den Butler noch Redstone draufpacke, was passiert dann? Ist da auch schneller. Aber brauchst du eigentlich nicht. Aber mach, wie du denkst, probier aus. Ey, wir haben buckenweise von diesem Zeug hier. Wovon? Von Redstone. Okay. Ja schon so weit tief runtergebaut. Cool. Tief sind wir hier schon. Okay, sind wir hier unten schon. Da sind wir dann schon. So.
deine Bar. So, einfach hier. Halt die Stufen. So. So. Ist da irgendwo ein Skelett in der Nähe? Höre ich das schon wieder. Bauen wir hier die Treppe. Welche Höhe bin ich hier gerade? 69 erst. Oh Mann, ey. Gräberacke ist ganz schön hart. Haben wir eigentlich schon Ofenkartoffeln im Lager drin? Ja, die sind schon drin, ja. Mach noch ein paar, ja? Ja, mach. Kartoffeln habe ich im Garten, ne? Ja. Rechte Maustaste kannst du super abbauen. Brauchst du nicht neu sehen. Ist in der Version anders. Ist einfacher. Ich höre ein Skelett hier irgendwo laufen. Klar und deutlich. Also das Pfefferbäumchen hat aber irgendwie keinen Bock. Ja, ich kümmere mich nachher noch drum, okay? Ja, ja. Gemacht, gemacht. Ein paar Steinziegel wieder machen. Wo ist denn jetzt mein Kokos? Oh, mein Kokosbäumchen. Wo ist es mit deinem Kokosbäumchen? Sagst du, gedeiht dieses Bäumchen? Das muss es ja auch sein. Schön, da hängen ja die Kokosnüsse dran. Okay, hier ist noch kein Durchgang zu weit, das sieht ganz gut aus. Irgendwo ist ein Skelett hier hinter den Mauern. Weiß nur nicht wo. Hm. Ja, daher, wenn ich Mauer noch austausche, dann werde ich sehen, bestimmt. So. Warte mal auf den Moment, wenn ich hier lang baue, irgendwo so flupp. Runtergefallen. Grube, kein Ausgang, tot. Na, das musst du aber nicht machen, ne? Ich weiß, dass ich das nicht machen muss, aber. Du kennst es ja, mein Glück. Du kennst ja auch mein Glück, ne? Ja. So, geht jetzt weiter hier rum. Dieses Gräwack ist auch hartes Zeug, ey. Hier ist eine Höhle in der Nähe. Es geht leichter. Wo bist du denn da? Ich baue die Treppe weiter in die Tiefe. Da bin ich. Treppe. Jetzt unterm Haus, oder? Ja, die Treppe, die zum Turm hochgeht, die geht ja auch noch ein bisschen. Es geht ja sogar noch eine ganze Ecke noch weiter runter, weißt du? Hm? Und das, die will ich ja bis zum Grundgestein bauen, die Treppe. Okay. Und da habe ich noch ein paar Meter. Irgendwo höre ich immer ein Skelett zum Pum-Pum. Du hörst ja dieses Klappergestelle halt, ne? Hm. Okay, aber ich will da besser hin. Dieses Gräwack ist auch ein hartes Zeug, wenn du das abbauen willst. Ja, Pfefferbäumchen. Denk mal, dass ich das nochmal umbaue. Wann das hinsetze oder sowas. Ja. Ich finde unsere Kartoffelchen nicht, in unserem Gärtchen nicht. Das ist unser Kartoffelchen nicht? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum ich unsere Kartoffelchen nicht finde. Ups, nicht ganz so weit. Jetzt mal hier runterfällt. Falls ja irgendwo eine Schlucht ist. Hafer für Haferbrei, lecker. Boah. So was ist, schubst doch die Oma von der Treppe und sagt, Oma, renn nicht so. Ich mag das Zeug gerne, Haferbrei. Was ist daran denn so toll am Haferbrei?
Weiß ich nicht, sättigt gut, hast du lange Ruhe. Schmeckt nicht. Doch, schmeckt gut da. Mir schmeckt da. Steinziegel. Okay, dann machen wir noch ein paar Stufen nochmal. Steinziegel. Ach, hier sind sie. Ey, mit Kartoffelblüten. Da fehlen nur die Kartoffelkäfer drauf. Na toll, die brauchen wir nicht, glaube ich, die Kartoffelkäfer. Auf, ich muss auf diese Kartoffelkäfer. Ich musste die früher mal absuchen, ey. Weißt du, wie eklig das war? Wie denn, hast du mal protestiert? Du hast immer gleich Pfeffer gegeben. Hier ist irgendwo eine Höhle, das höre ich richtig. Das ist alles Bruchstein, Steinziegel. Eine Ofenkartoffel habe ich. Ofenkartoffel müssen wir im echten Leben machen, das ist richtig lecker, weißt du das? Können wir mal machen, ja. Gerne. So, ich baue jetzt die ganzen Steinziegel jetzt hier ein, die ich hier habe. Da muss ich eh wieder neue brennen. Da müssen wir halt mal gucken, was da muss ich mit einem Pfefferbäumchen mal kümmere. Ne? Hier ist irgendwo eine ganz dicke, fette Höhle. Das höre ich hier richtig. Ist das jetzt hier Limestone? Okay. Ja, diese Blumen fehlen, aber einer noch hier rumpiepen. Also hier kann man noch ganz viel Kohle danach abbauen. Das bietet sich an. Bisher auf keine Höhle gestoßen, ist Schwein gehabt. Wieder Pina Colada gemacht, 9 Stück wieder. Oh mein Gott, da können wir aber was trinken wieder, ne? Ja. Muss ich das Pfefferbäumchen woanders hinsetzen, bestimmt. Ofenkartoffeln sind wieder da, Pina Colada kann gegessen werden, getrunken werden. So. Ich bin noch nicht in die Tiefe gefallen. Also hier ist keine Höhle drunter, kein gar nichts, wo ich gerade durchbaue. Oh Mann, gut, gut. Aber nebenan muss was sein. Sehe ich das auf der Höhlenkarte? Nee, sieht da, was es aber Höhlengänge sind. Die haben wir selber reingetrieben. Da ist irgendwas unten. Okay. Da läuft was rum. Oh, hier. Aber hier scheint nichts zu sein. So, ist bald voll. Bin ich auf Ebene. Wo bin ich jetzt? Oh, diese Schrift ist so blöde. Na, wo bin ich denn? 55. Auf 55 bin ich erst. Gott, da muss ich ja noch ein paar Meterchen noch runter, ne? Ja. Ich auf 0 will. Weil das soll immer normalerweise der neue Minenzugang werden, aber gut, okay. Vielleicht doch nicht so gut. Wieso? Ich weiß ganz schön, was runter geht hier. Nachher kommt ja noch irgendwie ein Feuerchen aus dem Butze, wa? Nee, das würde ich sehen. Hier ist alles noch bester Ordnung, weil jetzt muss ich aber bald nach oben gehen. Nur nicht zu weit gehen, dass ich uns dann hier reinfällt. Ich weiß gar nicht, was wir hier bei den Hühnern haben. Ist doch alles im grünen Bereich hier. Also ist keins auf dem Nest. Dann hat es schon wieder ausgebrütet, vielleicht. Also ist kein Ei drin. Ja, dann hat es schon wieder ausgebrütet. So, jetzt habe ich hier ganz eckig schon wieder gemacht hier. Die Wände müssen wir noch auskleiden, das ist ein bisschen Kohle. Wenn nicht, muss man auch mal Hühner schlachten. Ja, aber nicht den Hahn, dann geht nichts mehr, ne? Ja, das ist klar.
Ja, ich sag's ja nur. Nee, das machst du dann. Ja, brauchst dann wieder entschuldigen, ne? So, jetzt bin ich wieder oben. Dann werde ich mich jetzt mal ums Pfefferbäumchen kümmern. Ja, sonst kann ich gleich nicht schlafen. Limestone, Soapstone, Soapstone. Wo findet man denn Kokosbäumchen? Eher im trockenen Dschungel, ne? Kokosbäumchen müssen wir doch eigentlich haben, oder? Ja, haben wir auch ein Kokosbäumchen. Da siehst du. Im Dschungel, ja. Wo packt man das denn mal hin? Das packen wir hier drüben rüber. Ja, Domfisch, wenn du doppelt hörst, das ist meine Frau, die sitzt im gleichen Raum. Deswegen. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Bruchstein brennen. Sag das doch mal. So, und. Ach, kann man in diesem Block Bruchstein einmal da rein. Einmal da rein. Grüße, Flubber. So. Was machen wir jetzt denn noch? Um dein Pfefferbäumchen wollte ich mich kümmern, ne? Ja. Na, guck mal, Pfefferbäumchen mal. Da ist es. Es wächst hier nicht. Okay, dann Was ist. hat denn die Katze los? Ich weiß es nicht. Ja, muss ich mal kurz gucken. Wo pflanzen wir ein Pfefferbäumchen? Ich glaube, die machen die ganzen Bäumchen hier oben. Uah, Gesundheit, jemand verschüttet? Uah, da kommt noch was hinterher. Dann baue ich das Pfefferbäumchen hier oben irgendwo hin, wo Platz ist. Ich ebne das Ganze oben noch mal ein bisschen ein hier. So. Na, nimmt aber gut. Den ganzen Zuschauer noch ansteckst hier oder so. Dann kann ich ein paar Schiff machen hier. So, jetzt haben wir eine schöne große Fläche. Ich denke mal, hier sollte das Pfefferbäumchen jetzt aber wachsen. So. Wenig. Jetzt haben wir hier schon wieder Getreide. Das könnten wir noch mal an die Hühner verfüttern. Wäre cool mit seinen Leuchtpunkten hier. Ich habe unseren V wiedergefunden. Der ist hier drinnen. Grüß Gott. Guck mal, ich habe ja. So, war zwar nicht viel. Oh Mann, wir haben verdammt viele Küken. Wir können uns aber totschlagen mit der Küke. Jetzt sag ich dir so. Kann ich alle in meine Jacke setzen. Jetzt habe ich schon wieder eine blaue Faunfeder. Das ist doch schön. So. Habe ich die Tür offen? Da müssen wir drauf achten, jetzt haben wir so viele Küken. Aber gut, dafür haben wir ein Hühnerfleisch. Wir wollen ja auch kleine Eierchen haben, ne? So, Federn haben wir, blaue Federn haben wir. Ich habe schon so viel Erde. Also die ganzen Sachen soll ich dann oben ins Wohnzimmer? Also da, wo wir uns mal verabschieden, meinst du, dann den Raum? Was kostet ein Tiernetz? Wie teuer waren das? Weißt du das noch? Nee, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Wir haben 23 Golderzes. Habe ich echt Ich brenne jetzt nochmal einen neuen Golderz. Und während das jetzt hier schmilzt, da kriegen wir 18 Nuggets hier raus. Gucke ich mal, was ein Tiernetz kostet. Ich verkaufe
vielleicht vorher schon machen sollen. Wird das mit Nuggets bezahlt? Nee, mit. Sag mal, mit. Goldtalern. Mit Goldtalern. Ich hab drei Goldtaler. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was. Müssen wir mal gucken, was so ein Tiernetz kostet bei dem. Weil ich vorher zwei Kühe finde, finde ich anderes mehr. So ein Tiernetz. Kostet 37. Wie viel Geld hast du? 37 durch 12. Oh, pff, ganz schön teuer. Da. Mal gucken, ich mache jetzt die Hühner wieder. Die Henne sitzt schon wieder drauf. Gib mir mal ein Ei her. So, zack, wieder ein Ei. Schon wieder ein Küken. Die vermehren sich hier wie die Karnickel, unsere Hühner. Weißt du das? Aber jetzt kriegen wir sind ordentlich Eier hier rein. So ein paar schöne Eierchen. Packen wir das Eierchen hier mal rein. Und wahrscheinlich auch, weil du jetzt auch gerade auch hier bist. Da sind die munter im Gange. Weißt du? Ja. Ah, hier ist ja eine Truhe, genau. Da packe ich jetzt meine Sachen rein. Welche Truhe bist du jetzt? Wohnzimmer, da wo wir uns immer verabschieden. Ja. Da packe ich das jetzt rein. Also unser Weinlagerkeller mache ich dann beim nächsten Mal. Das schaffe ich jetzt nicht nochmal. Das klappt leider nicht. Gold, haben wir hier 4 Blöcke. So, 4 Blöcke los raus hier. Wenn ich erwarten muss, dass es hier durchgeht. Bei 3 Goldblöcke. Ach, die sind noch gar nicht da. Müssen wir noch warten? Jetzt kurz den Weg hier lang. Wo muss das sein? Hier doch, oder nicht? Ist das so weit weg? Glaube ich doch gar nicht. Gut, das sehen wir dann vielleicht, wenn wir die Wand dann abreißen, oder? Zack. So, sind die Sachen jetzt hier eingetroffen? Sind die Goldbarren jetzt hier eingetroffen? Goldblöcke? Daraus mache ich jetzt 18. Goldbank 18 mal 3 macht 21. Hoffentlich reicht das. So, ich gehe jetzt nochmal kurz. Okay. Kurz nochmal nach. Zum Münzpräger. Hör zu. Jetzt 18 Goldblöcke. 18 Goldbarren jetzt verbraten dafür. Nur für so ein blödes Tiernetz. Ich hoffe, das reicht dann. Ich darf noch mehr brauchen. Ach, ich hab schon wieder ein Ei.
rausgeholt aus dem Nest. Ja, die sind da ganz fröhlich, ne? Das läuft gut da. Bin ich ins Wasser gefallen. Toll. Ah. Super. Das ist eine Qualle. Süß. Fische gibt es hier, glaube ich, auch nicht groß, ne? Weiß ich nicht. So, nochmal still. Aber hier. Ein Eimerchen. Das hat hier ordentlich Gold geprägt. Wir müssen unsere eigene Goldprägemaschine bauen. So, die 7 Barren nehme ich mal raus. Reicht das jetzt vielleicht? Jawohl, es reicht. Ich habe wieder ein Netz. Eins habe ich. Aber eine Kuh fangen, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Nee, das machen wir nächstes Mal. Darum kehre ich wieder zurück. Ich schaue mal, was das Pfefferbäumchen macht. Nein, es ist noch nicht gewachsen. Ist hier vielleicht irgendwo mal ein Enderman in der Nähe, dem man mal die Beine weghauen kann? Wahrscheinlich nicht, wa? Bis jetzt noch keinen gefunden. Die Schafe haben Hunger. Wir müssen den Weg auch noch runterbauen. Zu den. Ups. Nicht dahin. Fresst ihr auch, wenn ihr müde seid? Fortpflanzungsfähig. Okay, die Tiere fressen nicht, wenn Nacht ist. Toll. Super. Jetzt muss ich wieder warten, bis Tag ist. Das ist doch unfair, oder? Bei Nacht fressen sie nicht. So, Pfefferbäumchen, wachse. Ach süß, man sieht den Weg wenigstens, wo er lang geht. Cool. Das sieht richtig klasse aus, wo wir uns niedergelassen haben, weißt du das? Auf jeden Fall, Jeff, wir werden echt nicht da holen. Schön auf dem Berg, wenn es Gewitter kommt, ist ja herrlich. Bitteschön. Kannst du ja machen. Lass mal einen Blick schweifen, ob ich hier vielleicht noch auf der Stelle eine Kuh finde. Aber ich sehe hier nichts. Außerdem muss ich noch mal beim nächsten Mal runtergehen und wieder ein bisschen Lava holen. Wo musst du da runtergehen? Unsere Mine runter. Auf der einen Stelle ziemlich weit unten gibt es Lava. So 2-3 Eimer mitnehmen, dann passt das. Die Kokosnüsse wachsen, das ist schön. Den Pferden geht's auch gut, das ist auch schön. Ach ja. Cool. Das sieht so putzig aus, wenn die Tiere schlafen. Wo ist der Mond? Ist der Mond? Oh, ich gerade Mitte, ne? Gut, das war ich nicht ganz scharf. Na gut, da komme ich jetzt runter. Die Mangos wachsen gut. Kurz hier oben auf den Berg gucken, ob ich von hier was sehe. Was denn? Hühner. Antritt. Oh, jetzt haben wir noch Nacht. Ja, blöd, man kann nur die Uhrzeit nicht lesen. Ich sitze beim Bio. Auf meinem Platz? Nein, auf meinem.
Ich guck hier gerade nochmal so lang, ob ich irgendwas sehe. Nö, hier gibt es auch nichts Gescheites. Sehe ich auch nichts an Tieren. Den Weg müssen wir auch nochmal wieder ein bisschen weiterbauen. Was bist du hier? Ein Schaf. Nee, eine Ziege. Was haben wir hier? Was bist du? Du bist ja so ein komisches Kuhvieh hier, ne? Ich hab so Schokoladenkekse. Das ist ein Bulle. Toll, eine verkehrte Bulle. Mach ich dir nochmal platt für Frischfleisch? Nein, der wird jetzt massakriert. Wo ist mein Bogen? Oh, der war schon altersschwach, der ist gleich umgefallen. Gibt's was? Hier was zum Füttern? Okay. Jo, dann halt, ne? Gehen wir hinten mal rein. Dann gehen wir hier runter. Ich hoffe, du hast alle anderen Türen zugemacht. So, ich sitze. Ich sitze auch. So, Freunde, das soll es heute gewesen sein. Wir werden uns dann am Mittwoch wiedersehen. Das ist euer Tag, an dem dieser Stream auf YouTube erscheint. Ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Tschüss.